Adobe hat Photoshop CC heute Morgen mit verknüpften Smart-Objekten bestückt. Das ist eine wunderbare Funktion für all jene, die einzelne Dateien, zum Beispiel ein Logo-Element haben, welches über verschiedene Photoshop-Dokumente platziert werden soll und dann vielleicht am Tag X geändert und in allen Dokumenten angepasst werden soll. Ähnliches kennen wir ja bereits aus InDesign mit dem verknüpften Inhalt. Jetzt haben wir das auch in Photoshop spendiert bekommen. Ich zeige dir kurz, wie das funktioniert. Und zwar werde ich einfach kurz Datei verknüpfte Smart-Objekte platzieren. Und jetzt bin ich in der Lage, zum Beispiel eine Photoshop-Datei oder auch eine Illustrator-Datei als Smart-Objekt zu platzieren. Ich entscheide mich jetzt in diesem Fall für die Photoshop-Datei, wähle Platzieren und wenn ich das jetzt irgendwo hinstelle, sag mir, das soll jetzt meinetwegen mal hierhin und ich bestätige das mit Return, dann habe ich hier das Logo eingebaut. Ich sehe auch hier im ebenen Fenster, dass diese Kette erscheint, dieses Kettenglied und das bedeutet, ich habe eine verknüpfte Smart-Objekt-Datei. Ich könnte übrigens, um genau dasselbe zu erhalten, eine Datei einfach von der Bridge oder von Lightroom mit gedrückter Alt-Taste Drag-and-Drop ins bestehende Photoshop-Dokument ziehen. Auch dann hätte ich eine verknüpfte Datei. Wenn wir uns die Eigenschaftenpalette anschauen, dann sehen wir, dass wir eine verknüpfte Datei, ein verknüpftes Smart-Objekt haben. Und wir könnten jetzt direkt den Inhalt bearbeiten, das kann ich auch per Doppelklick tun, oder wir könnten das Ganze einbetten, darauf komme ich später zurück. Ich wechsle kurz mit Ctrl-Tab in ein anderes Bild und wähle noch einmal verknüpfte Smart-Objekte platzieren. Okay, ich skaliere das Ganze, schiebe es meinetwegen hier hin und gut ist es. Jetzt, das Geniale ist, wenn ich hingehe, zum Beispiel über Doppelklick, ich finde das immer noch die schnellste Lösung. Wenn ich jetzt meinetwegen eine Farbton-Sättigung-Einstellungsebene hole und das Ganze blau einfärbe, vielleicht die Sättigung zurücknehme und meinetwegen hier noch einen Schlagschatten erstelle, sieht dann zwar super hässlich aus, dann speichere ich das Ganze, schließe es und ab sofort haben wir es hier blau und hier blau. Super cool. Wirklich, das ist jetzt über verschiedene Dateien synchronisiert. Der Hammer. Ich liebe das. Jetzt will ich kurz zeigen, was passiert denn, wenn wir das Smart-Objekt einbetten. Das ist eigentlich ziemlich klar. Ich bette das ein. Und jetzt schaut dieses Smart-Objekt nicht mehr auf die Mutterdatei quasi. Das ist jetzt ein eigenständiges Smart-Objekt, so wie wir es eigentlich schon immer gekannt haben, seit es die gibt. Wenn ich jetzt in die andere Datei wechsle, die hier doppelklicke, Inhalt bearbeiten, meinetwegen den Schatten wieder wegwerfe, die man hier sowieso fast nicht sieht, die Einstellebene wegwerfe, speichere und schließe, dann sehen wir, hier wurde es angepasst, hier nicht, weil das Smart-Objekt eingebettet wurde. Jetzt werde ich noch kurz etwas anderes tun, und zwar werde ich das Logo umbenennen. Ich sage dem einfach mal Logo. Und wenn ich jetzt zurück zu Photoshop gehe, dann sehen wir beim Photoshop-Dokument, wo das Smart-Objekt eingebettet ist, gibt es keine Probleme. Beim anderen Dokument sehen wir aber, hier und auch im Eigenschaftenfenster hier, dass das Dokument fehlt. Wenn wir jetzt nichts weiter damit tun, wenn wir das jetzt einfach ausgeben würden, den Inhalt nicht mehr bearbeiten müssten, dann wäre das so problemlos druckbar. Ich könnte das weiterverwenden, weil jetzt hier eine Art geflättete Version des Smart-Objektes schon eingebettet ist. Ich kann es einfach nicht bearbeiten. Das geht nicht. Wenn ich jetzt den Link quasi wieder flicken will, kann ich einfach mit der Maus hier draufklicken und sagen,
getrennten Link wiederherstellen. Das gleiche würde auch per Rechtsklick hier gehen oder dann übers Ebenenmenü, wo wir die Smart Object Optionen auch haben, hier getrennten Link zum Beispiel wiederherstellen. Ich mache das mal. Ich klicke hier drauf, wiederherstellen, hole mir diese Datei und jetzt ist der Link wieder intakt und ich könnte die Datei auch wieder bearbeiten. Das, ganz kurz, sind verknüpfte Smart-Objekte in Photoshop, eine herrliche Sache, wie ich persönlich finde. Es gäbe noch sehr viel über die Updates in Photoshop CC zu berichten, zum Beispiel das 3D-Printing jetzt möglich ist mit Photoshop, dass Photoshop direkt auf einen 3D-Drucker ausgeben kann oder wenn man keinen hat, Dokumente online an einen Dienstleister schicken kann, der dann die Modelle druckt und sie per Post ihnen wieder zurückschickt. All das sind Features, wo man wirklich sagen muss, hey, jetzt hat sich Adobe aber wirklich mal wieder den Designer zu Herzen genommen und für verschiedenste Designzwecke über InDesign, via Illustrator und auch bis Photoshop hier die Designerherzen beglückt hat. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Mischa Meierle.